In der Pfanne. Ja, das doof ich aber, weil das ist so. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus. Es ist schon durch. Willst du nochmal ein? Das hier noch. Das? Ja. Warum nicht das? Dann nehmen wir halt das. Nehmen wir das. Ah. Ah, das ist noch ein Minütchen. Das brate ich jetzt extra. Lange, ne? Ja, so macht man das, damit das durch ist. Nein, grundsätzlich ist es ja fast alles frisch. Ja, bei Hühnchen muss es ja immer durch sein. Ja, wegen Salmonella-Gefahr. Salmonella, ja. Ja. Salmonellen. Passiert eigentlich was, wenn du rohes Schweinefleisch isst? Nö. Kommt drauf an. Was? Wie es gemacht wurde. Ah, roh halt. Roh halt, ne? Wenn es Gammelfleisch ist, dann ist es nie so gut. Was kriegst du denn dann? Dein Gammelfleisch? Ja. Ja, dann musst du aufs Klo. Aber das muss ja halt jetzt nicht hierher. Ja. Ein Biber zum Haus hier rum. Oh ja. So, ich denke, jetzt ist es so gut wie alles fertig. Das müsst ihr jetzt rein. Ja. Als nächstes machen wir Gemüsebrühe rein. Ja, darf ich? Hm? Ist ja auch schon vorbereitet. Das ist schon vorbereitet, die Gemüsebrühe. Oh, ist das leise. Wir nehmen erstmal so viel und tun dazu, tun, ich mache dazu noch Schlagsahne rein. Ach du Scheiße. Schlagsahne. Letztes Mal hatten wir Creme Fraiche. Genau. Und heute ist es die Schlagsahne. So, Moment. Oh, jetzt ja, jetzt rühren die wieder so doof. Ich rühre niemals doof. Ja, das hat weitreichende Folgen von gestern. Jetzt ja. Immer. So. Das muss jetzt noch leicht köcheln. Ne? Deswegen ist es ja noch nicht ganz aus. So. Muss die Paprika jetzt schon rein? Jetzt kann die Paprika rein, richtig. Muss jetzt kann deine Paprika endlich hier dazu. Ja. Oh. Oh. So. Soll ich sie mal anrühren? Jetzt kann aber vorsichtig, nicht so schwappern wie sonst. Wie sonst? Wie sonst immer alles bei dir schwappert. Das ist fies. Oh. Möchtest du nicht weinen? Hab ich schon. Ich heule immer vor der Aufnahme eine Stunde. Ja, wie immer. Dann muss ich mal heulen. Genau. So, das ist immer der Vortrag. Um diese Paprika das noch ein bisschen zu verstärken, nehmen wir auch noch ein bisschen Pulver. Dafür nehmen wir so viel. Zwei Händchen voll, ja. So, beziehungsweise eins, Entschuldigung, jetzt habe ich mich vertan. Zwei Händchen. Händchen, ja. Zwei Babyhändchen. Babyhändchen, ja. Normal gefüllt, also das ist, wie gesagt, alles ein bisschen freie Schnauze dann, sagt man da dazu. Freie Schnauze. Und vom Currypulver. Gab es natürlich auch viele andere Sendungen. Gab es viele andere Sendungen, wie freie Schnauze XXL. Ja. Vom Curry wird es nicht viel anders, da kommt aber ein bisschen los mehr dazu. Dann nehmen wir meistens so drei Händchen. Drei Händchen. Hähnchen. Ja. Ja. Nee, das wird jetzt lumpig, wenn du so schnell bist. Ja, wenn du mir ordentlich rührst. Das wird jetzt dazu gelblich. Ja. So, der Rest kommt in den Müll. Ja, Curry wird gelbig. Das ist eine sehr gute. Und das muss jetzt köcheln. Das muss köcheln, dann können wir jetzt noch die restliche Brühe hinzugeben. Ja. Ja. Richtig. So. Und da haben wir die richtige Menge an. Das köchelt jetzt ein bisschen. In der Zeit kocht jetzt auch schon das Wasser. Das Wasser für den Reis. Haha. Den Deckel. Ja, den Deckel hättest du mal vorbereiten können. Da ist er. So, das köchelt jetzt, lassen wir es mal so bis so 15 Minuten köcheln. 15 Minuten? Ja, circa. So lange. Oh. Was ist, wenn es jetzt anbrät? Anbrät? Anbrät. Das wird schon nicht passieren. Dann weiß ich nicht. Achso. Ah. Ich habe nämlich mal. Habe ich das schon erzählt? Was denn? Ich war heute ein bisschen unterwegs. Aha. Ja. In unserer Region, sagt man es mal. Aha. Ja. Da habe ich mal Käse mitgebracht. Ja. Soll Knoblauchkäse sein. Knoblauchkäse? Ja. Wie immer?
Mal probieren. Ich muss jetzt bloß mal gucken, da ist so eine komische Verpackung drumherum. Okay. Ah, wie mache ich das? Ja, wir zeigen das dann später. Wenn es ja. So. Machen wir erstmal. Zum Probieren, so im Würfel. Aha. Dort hat man es immer als Scheibe bekommen, aber Scheibe ist mir zu umständlich. Aha. So. Ja. Also, das ist ein Stück Käse, nicht aus unserem Lande, sagen wir mal so. Ja. Deswegen, Firma unbekannt, wird es hier nie geben. Nee, gibt's schon. So. So sieht er dann aus. Geschnitten. Geschnitten und dazwischen sind wahrscheinlich, ich denke mal, es ist eher Bärlauch oder sowas. Ja, aber weißt du, wie ist es? Wir versuchen es mal. Konsistenz hart. Hm? Also Weichkäse? Ja. Ist aber kein Frischkäse? Ja. Mhm. Fett ist normale Konsistenz vom Käse. Viel Knoblauch schmeckst du nie. Nee. Aber es schmeckt würzig. Ganz leicht. Es war auch noch ein Paprikakäse. Der war aber richtig scharf. Den habe ich nicht geholt. Oh. Ja. Der wäre genau das Richtige gewesen. So, und jetzt noch was anderes. Mhm. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Kannst du das mal zeigen? Das ist Schweinelende. Das ist Lende. Mhm. Vom Schwein. Ist die denn geräuchert oder irgendwie sowas? Ich sag, keine Ahnung. Könnte ich auch schlecht fragen. Aber war billig. Achso. So. Also mir hat es geschmeckt. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie sie das zubereiten. Ist leicht schmandig. Leicht schmandig. Sehr nett. Ich schneide jetzt immer so eine Ecke ab. Okay. So. Mhm. Da ist das Messer runtergefallen. So sieht es erstmal aus. Ja, also man kann es so eindrücken. Also es ist weiches Fleisch, würde ich sagen. Kannst du mal so. Mhm. Ziemlich weich. Ich weiß nicht, ob das gekochtes ist oder. Es ist geräuchert einfach. Ist es geräuchert? Es riecht nach Schinken. Sagen wir mal so. Irgendwas mit Schinken sein. Es riecht nach Schinken auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch nicht, was. Mit einer Marinade darum. Also, ja, Schinken mit Marinade. So, da haben wir nämlich genau vier. Genau, für uns vier Leute. Ja, ist es nicht schön zubereitet? Ja, dann probieren wir das mal. Ja. Ich halte es. Also, es ist sehr weich. Ja. Schmeckt wie Schinken. Geräuchert. Noch mehr geräuchert. Ja, aber es ist Lende. Was wird ein Schinken sonst gemacht? Möglich, dass das so ist. Kann ich halt auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht. Aber hat einen leicht würzigen Geschmack. Mhm. Kann man essen. Ja. Ja. Es steht. Man könnte es auch hier in die Soße reinhauen. Ja. Dann ist die Frage, ist es lange haltbar? Geräuchert, das hält sich länger, ja, aber. Ausgepackt? Das weiß ich nicht. Oh. Noch rein. So. Haben wir es auch mal probiert? Den werden wir jetzt hier noch etwas köcheln lassen und wenn wir fertig sind, melden wir uns noch mal kurz. Würde ich sagen. Ja, können wir mal. Bis dann. So, da sind wir wieder. Den Reis habe ich jetzt schon mal rausgeholt, denn der ist durch. Und hoffst du? Hoffe ich, mag jetzt durch sein, ja. Und die Soße sieht auch gut aus, also das Curryhähnchen an sich. Also können wir das jetzt einfach auftischen. Servieren. Du hast doch so eine schöne Kelle. Eine schöne Kelle. Was für eine Kelle? Suppenkelle. Nee, diese komische Riesenlöffel hier, den du hattest. Den weiß-blauen. Ja. Ja, den habe ich. Den könnten wir ja zum Servieren nehmen. Den können wir zum Servieren nehmen. Was mich eigentlich ganz wundert, dass die Kamera nicht mal beschlägt. Tja, das ist ein Geheimnis von mir, was ich nicht preisgeben werde, woran das liegt. Ach so. Ja? Okay. Ja, das machen wir dann. Da ist ja zum Glück nur ganz wenig Dampf hier im Zimmer. Hier ist null Dampf. Wirklich nichts. So, ich mache es immer so bei Reis. Ich tue mal ein kleines Löckchen. So. Da kann man alles mit rein. Was denn? Ah,
So, hätten wir den Teller Nummer 1. Und dann kommt noch Teller Nummer 2. Wichtig ist immer umrühren. Ja. Rührst du sehr schön und kleckerst hoffentlich nicht. Ich hab schon gekleckert. Ach, ist natürlich. Ja. Das hab ich. Oh. Der weiß dann auch schön auf dem Teller. Das schaffe ich doch nicht. Oh. So. Ne, wir zum Glück haben wir das Essen danach weg. Genau, wir essen es niemals selbst. Man kann es ja nie essen. Nee, man kann es nie essen, richtig. Aber ich hoffe, ihr kocht es nach. Ja. Und vertraut uns einfach. Nein, die Gerichte. Pizza hast du schon bestellt? Pizza ich bestellt, ja. Gut. Ah. Dann können wir jetzt. Es gibt natürlich noch viele andere Gerichte. Ja. Döner. Nein. Oder. So, da haben wir hier das Löchlein. Jetzt geht's eigentlich los ans. Servieren. Servieren? Ja, servieren bin ich ja nicht zuständig. Ja, du bist dafür nicht zuständig. Doch. Das Rühren. So, die Soße ist jetzt nicht angerührt und ein bisschen eingedickt in der Zeit. Siehst du, wie wichtig das ist? Du kommst um das Wort Rühren nicht herum. Siehst du mal. Ja. Was denn? Ich will ein bisschen mehr Soße. Gibt's nie? Nur Soße. Das ja, werde ich ja jetzt nicht filtern. So. Ja, super. So. So, können wir dann weitermachen? Oder? Ja, hier noch. Ich wollte mir bloß mehr Soße einschicken. Ja, ja. Bla, bla. Ja, das mache ich jetzt mit dem zweiten Teller auch. Du kannst ja den schon mal präsentieren. Muss ich mal Schritt nehmen? Ja, ja. Bla, bla. Hab mich präsentiert. Sehr gut. Wenigstens das kannst du. Gut. Ja. Das wär's dann. Das. Nee, du bist ja noch nicht fertig. Ah, ja. So viel bleibt übrig. Das schauen wir noch, ja. Alles klar. Gut. Ja, dann wär's. Dann guten Appetit. Genau. Viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.